Der Verfassungsschutz hat den Phänomenbereich Delegitimierung des Staates aus dem Hut gezaubert, um effektiver gegen die Opposition und politisch kritische Menschen vorzugehen. Ist die Grenze zu einem autoritären Staat etwa bereits überschritten? Alle Infos dazu gibt es jetzt. Moin und schön, dass du da bist. Apollo News titelt wie folgt: Fragwürdiger Verfassungsschutz. Grenze zum autoritären Staat überschritten. Verfassungsrechtler kritisiert Faeser und Haldenwang. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist wirklich mehr als nur ein Gefühl. Denn wenn wir uns die aktuelle Lage ansehen, ist es doch so, dass die Politik wirklich in unser Leben hineingreift. Sie wollen durchregieren bis in unsere Privatsphäre. Sie wollen uns sagen, wie groß unsere Wohnung sein darf. Sie wollen uns sagen, wie wir zu unserer Arbeit und wieder zurückkommen. Und sie machen auch nicht davor Halt, uns sagen zu wollen, was wir essen, wie wir uns ernähren sollen. Wir sind erwachsene Menschen, mündige Bürger. Und ich lasse mir das nicht gefallen. Wie hältst du es? Aber ich will nicht abschweifen, weiter im Text. In keiner anderen modernen liberalen Demokratie gibt es eine vergleichbare Institution wie den Verfassungsschutz. In den USA, Großbritannien, Frankreich oder der Schweiz wäre es undenkbar, dass ein Inlandsgeheimdienst die eigenen Bürger oder sogar die Opposition ganz offiziell ausspionieren darf. Ja, das war ursprünglich mit Sicherheit wohl gemeint und gut gemeint. Doch wie so häufig, wenn man etwas gut meint, dann endet das ganz, ganz schrecklich. Und das können wir aktuell an dem Verfassungsschutz sehr gut beobachten. Denn dieser hat sich entwickelt von einer Institution, die über unsere Verfassung wacht, diese schützt, zu einem Kontrollorgan der Regierung. Dieses Kontrollorgan wird von der Regierung, richtig, von der Innenministerin Faeser eingesetzt, um die Bürger zu überwachen, um die Bürger zu ängstigen, dass diese sich nicht mehr trauen, sich frei zu äußern. Schlimmer noch, es ist ein Kontrollorgan der Regierung über die Opposition. Denn der Verfassungsschutz darf jetzt ganz offiziell die AfD zum Beispiel beobachten. Und alles, was er dort aufspürt, das gibt er nicht nur weiter an die Presse. Viel mehr an Informationen wird mit Sicherheit die Chefin des Verfassungsschutzes, also Frau Faeser, bekommen und somit die Ampelregierung. Und das kann doch nicht wirklich sein. Das ist sowas von undemokratisch, dass die Opposition so ausspioniert wird. Das darf nicht sein, dass die über solche Kontrollinstanzen verfügen, um die Bürger zu überwachen und zu verängstigen und um die Opposition, wie nannte es der Herr Haldenwang, klein zu halten. Das ist absolut die falsche Richtung, in die sich unsere Demokratie entwickelt. Der Jurist kritisierte auch den beim Verfassungsschutz erfundenen Phänomenbereich Delegitimierung des Staates. Dieser sei für eine Demokratie ein Unding, drücke er aus. Damit werde absolut zulässige Regierungskritik in eine extremistische Ecke gestellt, so Böhme-Nessler. Innenministerin Nancy Faeser und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang haben hier die Grenze zum autoritären Staat überschritten. Wenn man sich das allein schon anhört, Delegitimierung des Staates. Der Verfassungsschutz, was Frau Faeser, was die Regierung hiermit bezwecken will, ist ganz klar. Nämlich die Kritik an Staat und Regierung ist unerwünscht. Und das Gefühl zum Beispiel habe ich, dass es immer mehr Hausdurchsuchungen in Deutschland gibt. Zum Beispiel bereits bei Delikten wie Beleidigung auf Social Media. Wenn jemand eine beleidigende Äußerung gegen einen Politiker tätigt, dann ist ganz schnell das Sondereinsatzkommando da und durchsucht seine Wohnung. Ich empfinde so etwas als absolut unverhältnismäßig. Denn machen wir uns nicht vor, das ist so ein tiefer Eingriff in unsere Privatsphäre. Das ist unglaublich, wegen einer Beleidigung. Ja, es ist mittlerweile klar, dass die Delegitimierung des Staates nichts anderes darstellt, wie früher der Straftatbestand der Majestätsbeleidigung. Wir gemeinen Bürger dürfen uns nicht mehr kritisch äußern über die Elite, die uns führt. Und das hatten wir schon so oft in der Geschichte.
nicht nur von Deutschland, sondern auch in der Geschichte anderer westlicher Länder. Und das ist etwas, was ich auf keinen Fall wieder haben möchte. Wir sollten uns also nicht gefallen lassen, dass die Regierung versucht, hier ein Klima der Angst aufzubauen und damit die freie Meinungsäußerung von uns Bürgern unterdrücken will. Aber schauen wir uns einmal kurz an, was der Verfassungsschutz selbst auf seiner Webseite dazu sagt. Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Verschiedene Akteure instrumentalisieren das Protestgeschehen gegen Corona-Schutzmaßnahmen, um losgelöst von jeder sachbezogenen Kritik eine tatsächliche verfassungsfeindliche Agenda zu verfolgen. Dies äußert sich unter anderem in einer aggressiven Agitation gegen Repräsentanten und Institutionen des Staates, um dessen Legitimität systematisch zu untergraben. Mein Gott, sind das alles hochtrabende Wörter. Es ist unglaublich. Fassen wir also einmal zusammen. Proteste werden instrumentalisiert, um eine Delegitimierung des Staates voranzutreiben, losgelöst von sachbezogener Kritik. Das bedeutet also nichts anderes. Wenn der gemeine Bürger seine Kritik äußert, dann ist diese niemals sachbezogen, denn sie spiegelt ja nicht das wider, was die Politik, was die Regierung uns sagt. Und deswegen ist das eine verfassungsfeindliche Agenda, die dort geframed wird von diesen Menschen, die dort Proteste instrumentalisieren. Aber erinnern wir uns einmal kurz an die ganze Pandemiezeit. Dort war Kritik nicht nur unerwünscht, sie wurde richtig gecancelt. Jeder, der Kritik geäußert hat, wurde dort verschrien. Und es war dabei egal, ob es sich dabei um einen normalen Bürger handelt, der seine berechtigte Kritik geäußert hat, oder ob es sich um Wissenschaftler handeln, die wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse vorgebracht haben, um zu zeigen, dass das, was die Regierung dort vorantreibt, nicht richtig ist. Die Regierung hat sehr viele Fehler gemacht und auch wir Bürger, die die Kritik geäußert haben, hatten Recht. Und das ist etwas, was der Verfassungsschutz jetzt als verfassungsfeindliche Agenda beschreibt. Aggressive Agitation, um die Legitimität systematisch zu untergraben. Deswegen darf ich als Bürger meine Kritik nicht äußern, weil ich von denen da oben, von der Elite, für dumm verkauft werde. Nichts anderes ist es. Aber sie schreiben noch weiter. Auch nach der Aufhebung der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Frühjahr 2022 beteiligten sich Gruppierungen und Einzelpersonen aus dem Phänomenbereich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates am Protestgeschehen, das sich im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Diskussion um Inflation und Energiesicherheit ab etwa Herbst 2022 ausbildete. Allerdings entfalteten diese Aktivitäten keine nennenswerte Resonanz. Also, es ist wieder erstaunlich, was für ein Bogen dort gespannt wird, und zwar von der Kritik an Pandemie und den Maßnahmen über Proteste gegen Krieg und für Friedensverhandlungen und das Ganze dann hin zu Inflation und der Energiewende. Also, das bedeutet, egal ob du jetzt kritisierst, wie die Maßnahmen damals zur Pandemiezeit gewesen sind, egal ob du sagst, nein, keine Waffen, wir wollen Friedensverhandlungen, und egal ob du dich darüber beschwerst, dass Minister Habeck unsere Wirtschaft vor die Wand fährt und mit beiträgt, dass die Inflation abgeht, mit die Inflation antreibt und auch die unsägliche Energiewende von diesem Herrn Habeck, wenn du das alles kritisierst, dann gerätst du offensichtlich in den Verdacht, ein Verfassungsfeind zu sein, denn du betreibst verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Das heißt, Kritik soll hier kriminalisiert werden. Und das ist das, was wir erleben dürfen im besten Deutschland aller Zeiten. Also das beste Deutschland aller Zeiten, ganz ehrlich, meine Meinung, stelle ich mir gänzlich anders vor. Ist das jetzt Delegitimierung des Staates? Ich hoffe nicht, denn es ist mein Wunsch, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben, wo jeder Mensch das Recht und die persönliche Freiheit hat, Kritik am Staat und an denen da oben zu äußern. Alles andere ist keine Demokratie.
Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Fühlst du in dir irgendwelche aufrührerischen Gedanken? Bist du etwa in eine schlechte Gesellschaft geraten, wo du angestiftet wirst, den Staat zu delegitimieren? Dann hat der Verfassungsschutz auch für dich eine Lösung parat. Der Staat möchte dir helfen. Und zwar bietet er an, Ausstiegsprogramm. Das Bundesamt für Verfassungsschutz will Menschen erreichen, die in den Einflussbereich von Personen oder Gruppierungen geraten sind, die darauf abzielen, das Vertrauen in das staatliche System zu erschüttern und dessen Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen. Wir helfen, wenn Sie sich davon lösen wollen und aus eigener Kraft den Ausstieg nicht schaffen. Oh Gott. Also, wer dem Staat nicht vertraut, ist ein Rechtsextremer. Das Vertrauen in den Staat darf nicht erschüttert werden. Und zwar nicht von dir selbst. Du musst an den Staat glauben, ihm vertrauen. Und auch nicht von anderen Personen und Gruppierungen, die auf dich einwirken, um dieses Vertrauen in den Staat in dir zu erschüttern. Das ist wirklich gelebte Demokratie, was wir hier lesen können. Also, du verlierst langsam das Vertrauen in den Staat. Das ist gar kein Problem, denn der Staat hilft dir. Er wird dich wieder auf den richtigen Pfad führen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich sehe das so. Ich kenne das aus der Geschichte unter dem Begriff Linientreue. Und diese wurde eingefordert von den Bürgern. Und wenn die Bürger abgewichen sind, dann gab es drakonische Strafen. Naja, das beste Deutschland aller Zeiten ist natürlich dort viel demokratischer. Sie bieten dir Ausstiegsprogramme an, die dir helfen, dass du die Wahrheit wieder siehst. Nun okay, keine Angst, der Staat wird uns helfen. Aber weiter im Text. Auch der Jurist und SZ-Journalist Ronen Steinke kritisiert den VS. Der Verfassungsschutz hat die aus meiner Sicht zu hinterfragende Macht, Leuten wegen ihres politischen Engagements das Leben schwer zu machen. Das erschwert es, politische Gruppen Bündnisse zu schließen. Das erschwert es, politischen Gruppen überhaupt Leute zu mobilisieren, sagt er. Das ist eine problematische Macht, die eine Regierung, die ja den Verfassungsschutz steuert, in den Händen hält. Und das ist absolut sehr gut erkannt und sehr gut dargebracht. Denn der Verfassungsschutz wird benutzt. Er wird instrumentalisiert von der Regierung. Und das kann es nicht sein, wenn ein Verfassungsschutz die Opposition beobachten darf, auf Geheiß der Regierung, dann läuft etwas ganz gehörig falsch in unserer Republik. Dann dürfen wir alle damit nicht einverstanden sein. Der Verfassungsschutz wird benutzt im Kampf gegen die Opposition. Er wird benutzt im Kampf gegen den Bürger. Und machen wir uns nichts vor, früher oder später kann so etwas jeden von uns betreffen, dich und mich. Sagen wir mal, eine unbedachte Meinungsäußerung auf Social Media und jemand denunziert dich und schon steht die Polizei vor deiner Haustür und durchsucht deine Wohnung, obwohl du nichts Verwerfliches getan hast. Denn das, was du gesagt hast, ist vielleicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber dennoch wird prophylaktisch einmal genauer hingeschaut. Das erzeugt dieses Gefühl der Angst in der Bevölkerung und das spielt der Regierung in die Hände. Es ist also wichtig, dass wir etwas dagegen tun, uns für die Demokratie einsetzen. Schau dir jetzt dieses Video an, es ist wichtig. Teile es mit Freunden und Familie, rede mit ihnen, öffne ihnen die Augen, zeige ihnen, was hier verkehrt läuft.